Hallo? Oh nein! Hilfe! Oh. Ganz ruhig, es Norman, ist so ganz hoch. Ruhig! Ich komme hier nicht runter! Ist da. Ich helfe dir da in 0, nichts runter. Oh nein, ich kann nicht hinsehen. Pass auf, Norman. Du steigst jetzt langsam rückwärts da runter. Ich sage dir, wo du mit deinen Füßen Halt hast. Oh. Oh. Nicht so zittern, Norman. Etwas nach links. Du hast es fast geschafft. Oh. Ganz super gemacht. Oh, danke schön, Feuerwehrmann James. Ach, das war doch kinderleicht. Na, James, ich weiß nicht, wie du das machst, aber du warst schon wieder schneller. Gut gemacht. Vielen Dank, Sam. Aber du solltest dich lieber nicht überschätzen, wenn du anderen hilfst. Manchmal braucht man viel Erfahrung, um Leute sicher zu retten. Verstanden, Feuerwehrmann Sam. Ah, Zeit, was zu essen. Egal was, Hauptsache gebraten. Na, wollen mal sehen. Wir haben Tomaten, Speck, oh, und ein paar Würstchen. Ich nehme alles. Ich muss Feuerwehrmann Sam rufen. Ach du meine Güte, Mike Flatt hat die Küche in Brand gesetzt. Ein Feuer im Haus der Flatt, jede Sekunde zählt. Und nein. Sie sind ja längst alle nicht mehr hier. Ich bin jetzt schon wie ein richtiger Feuerwehrmann. Nur durch mein tolles Funkgerät. Einsatzzentrale an Jupiter. Schon wieder ein Notruf. Meinst du wirklich, du solltest dazuhören? Könnt ihr mich hören? Die Küche der Flatt steht in Flammen. Ihr müsst so schnell, ihr könnt da hinfahren. Habt ihr verstanden? Wir sind unterwegs, Sir. Für Feuerwehrmann James ist nicht zu schwierig. Warte, James, nicht! Na, nü, na, 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 nü. Wie schrecklich! Das ist ja ein riesiges Feuer. Vielleicht ist Mike noch da drin. Ich muss ihn schnell rausholen. Oh nein! Mike! Können wir ja an Bord gehen. Na, endlich! Wo kommt denn der Rauch daher, Dad? Du hast die Glut doch eben wirklich gelöscht, nicht wahr, Charlie? Beim Kabeljau-Café hat eine Mülltonne Feuer gefangen? Sie rücken schon wieder aus. Und ausgerechnet heute habe ich frei. Aber ich muss hier den Garten in Ordnung bringen. Entschuldigt, dass wir euch schon wieder rufen mussten. Ach, kein Problem. Ein Einweggrill hat das Feuer verursacht. Ich hatte einen Eimer Wasser draufgekippt, damit er ausgeht. Es ist immer besser, nochmal nachzuschauen, um ganz sicher zu gehen. Weißt du, was du tun solltest, wenn ihr gleich auf der Wache seid, Elvis? Mach Penny einen schönen Becher heiße Zitrone. Sehr gute Idee, Gwendolyn. Das Meer ist ganz leer, Dad. Wir haben noch nicht mal einen einzigen Fisch. Wir versuchen es mal woanders. Hey, da hat einer angebissen. Oh, das muss ein Riese sein. Alle zusammen, hoch damit. Los, komm. Dad, irgendwas hat sich in der Schraube verfangen. Oh nein, der Motor ist kaputt. Aua, und mein Fisch.
Fisch ist weg. Ich muss ganz schnell Hilfe rufen. Schon wieder. Ein Unfall auf hoher See? Oh, Familie Jones schon wieder. Und jetzt? Wartet mal, wer uns ruft. Die Jones. Die ganze Familie ist in Seenot. Also nichts wie los, Penny. Ich glaube, dir geht es wirklich nicht gut genug für den Einsatz, Penny. Meinen Sie nicht, ich sollte lieber hinfahren, Sir? Hapalapap, Critlington, dafür ist eindeutig Penny zuständig. Sie ist unsere Expertin für Neptun. Gut, ich erledige diesen letzten Einsatz und dann gehe ich nach Hause. Wie du meinst. Hallo, Mandy. Sam hat mir Schnuffi ausgeliehen und ich will mit ihm auf die Wiese und da ein bisschen Schafe hüten üben. Hast du Lust mitzukommen? Oh ja, ich frage nur schnell, Mom. Hallo, Norman. Ah, bis später, Schatz. Ich fahre nur kurz nach Newtown, Holz abholen. Ist die Beifahrertür auch in Ordnung oder klemmt die immer noch? Ja, das muss noch warten. Ich kümmere mich nachher drum. Ich habe mir überlegt, dass ich gern Schäfer sein möchte, wenn ich groß bin. Darum habe ich Schnuffi extra ausgeliehen. Ich übe heute mit ihm Schafe hüten. Schnuffi? Als Hirtenhund? Aber Menschen retten ist doch was ganz anderes als Schafe hüten. Er kann das schon. Ich zeige es dir. Na los, Schnuffi. Du treibst jetzt ganz schnell Lämpchen und Wulli hinter diese Absperrung. Lauf schon. Husch. Mach schon. Schafe treiben. Lauf hinter ihn her. So geht das. Ist ganz leicht. Schnuffi versteht davon doch keinen Ton. Du musst ihm Kommandos geben. Das mache ich ja, Mandy. Zusammentreiben, Schnuffi. Du weißt schon, retten. Werden wir niemals wieder einholen. Gerade noch so. Was war das? Schnell! Oh nein, Dad! Bist du verletzt? Nein, nichts passiert. Aber ich komme nicht raus. Die verflixte Tür! Feuerwehrmann Sam kriegt die wieder auf. Das auch noch. Ich habe mein Handy vergessen. Ich weiß was. Wir schicken Schnuffi los. Los, hol schnell Hilfe, Schnuffi. Weißt du? Sam, beeil dich. Sam hatte recht. Schnuffi ist ein wirklich klasse Rettungshund. Aber überhaupt kein Hirtenhund. Schnuffi, was willst du denn hier? Wo sind Mandy und Norman? Stimmt irgendwas nicht? Ich sage Feuerwehrmann Sam Bescheid. Mit einem Toaster muss man sehr vorsichtig umgehen. Dad? Was denn? Wenn man eine Sache auf keinen Fall tun will, die aber alle anderen ganz toll finden, heißt das dann, man ist nicht cool? Mandy, um cool zu sein, musst du nicht das tun, was andere dir sagen, sondern du musst das tun, was du für das Richtige hältst. Also, wer ist der coolste Daddy auf der ganzen Welt? Au! Kommst du raus zum Spielen, Mandy? Wieso? Damit du mich dann wieder ärgerst? Oh, verstehst du denn gar keinen Spaß? Jetzt komm schon. Geh nur raus und spiel mit Norman, Mandy. Oh. 1, 2, 3, 4. Wo ist nur die fünfte geblieben? Ich bin mir sicher, dass sie eben noch hier lag. Hey, Tom, bereit für die Kletterübung? Was? Tja, es gibt ein kleines Problem. Eine der Leuchtraketen ist weg. Was? Soll ich dir beim Suchen helfen? Nein, sie muss hier ja irgendwo sein. Geh du nur schon vor und wir treffen uns dann bei den Klippen. Soll ich dir wirklich nicht helfen? Nein, wirklich nicht, Penny. Dann bis nachher, Tom. Ja, bis nachher.
Okay, jetzt verstecke ich mich. Mach die Augen zu und zähl bis 100. 1, 2, 12. Hey, nicht schummeln. Zähl richtig. 19, 27, 34, 52, oh, was 57, ist das? 69, 76, 99, 100. Gefunden. Du hast dich ja gar nicht versteckt, Mandy. Norman, sieh dir das an. Eine Leuchtrakete. Wow! Diese Dinger sind echt toll! Wenn man sich verlaufen hat oder so, dann zündet man sie an und sie steigen ganz hoch in den Himmel auf. Und dann kommt jemand und du wirst gerettet. Wo hast du die denn gefunden? Sie lag da, da im Gras. Cool! Zünden wir sie an. Was? Hurra! Wir machen unser eigenes Feuerwerk, Mandy. Also ob das so eine gute Idee ist? Nein, das ist eine tolle Idee, ja. Vielleicht sollten wir sie Feuerwehrmann Sam geben. Och, jetzt sei doch keine Spielverderberin. Komm mit, ich weiß einen Ort, wo wir sie loslassen können. Ach, dieser Tom, wo steckt er denn nur bloß? Na, dann fange ich eben ohne ihn an. Er wird ja sicher jeden Moment hier sein. Hier, das ist doch wohl ein toller Ort, um sie anzuzünden, oder? Immerhin ist hier kein Mensch in der Nähe. Nur ich, du und die Rakete. Bist du auch sicher, dass das nicht gefährlich ist? Mandy, du klingst schon genau wie meine Mom. Wie soll denn etwas gefährlich sein, womit man sonst Menschen rettet? Hm, da hast du recht. Mhm. Jetzt klingel schon. Okay. Als erstes werden wir jetzt mal die Hummerfangkörbe auswerfen. Ah, das hatte ich mir schon gedacht. Yeah. Sehr gut, ja. Sie haben die Körbe nicht festgebunden. Das stimmt. Wie sollen wir sie denn jetzt wieder rausholen? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe mal nach dem Funkgerät. Wär gleich da drüben. Oder da drüben. Tja, dann werde ich mal versuchen, die Körbe wieder rauszufischen. Nein, tut mir leid, Mike. Bisher noch keine Notfälle. Ja, wenn wir dich brauchen, rufen wir an. Ja, bis dann. Mike ist aber wirklich eifrig dabei. Vielleicht sogar ein bisschen zu eifrig, Elvis. Komm schon, jetzt klingel endlich. Na los, klingel schon. Oh, das war jetzt aber eine ganz schöne Arbeit. Also gut, Charlie, was steht als nächstes an? Wobei kann ich dir helfen? Sie könnten nachsehen, wie viele Hummer und Krabben in den Körben sind. Ja, wird gemacht. Oh, ach so, nicht reinfassen, ohne vorher nachzusehen. Sonst könnte es vielleicht passieren, dass sie von einer Karte... Oh, yeah, weg. Oh, warten Sie, ich helfe Ihnen. Oh, mein Gott. Ach, wie schade. Das war ein sehr guter Fang. Charlie, bisher war ich keine große Hilfe, was? Nicht so richtig. Naja, eigentlich kenne ich mich mit dem Meer doch nicht so gut aus, verstehst du? Und ein Experte bin ich erst recht nicht. Wieso haben Sie es dann gesagt, Sir? Naja, weil ihr mich alle dafür gehalten habt. Ich wollte euch einfach nicht enttäuschen. Also, was steht jetzt als nächstes an, Kapitän? Angeln. Aye, aye, Sir. Den ganzen Nachmittag über hat nicht ein einziger Fisch angebissen. Da wird Gwendolyn aber sehr enttäuscht sein. Na gut, wir sollten uns besser langsam auf den Rückweg machen. Ja. Oh je. Das klingt aber nicht gut, Charlie. Der Treibstoff ist alle. Gut, dass ich in der Kabine einen Ersatzkanister habe. Also wenn das kein Gewinner ist. Sie sollten es wissen, Sir, als Preisrichter. Bin ich ja gar nicht, Quidlington. Ich habe Nein gesagt, weil ich gerne mitmachen will. Sam ist stattdessen Preisrichter. Oh,
Bestimmt findet er Ihre Tomaten wunderbar, Sir. Ja, aber es wäre unfair den anderen gegenüber, wenn er sie vorher sehen würde. Ich denke, wir sollten diese Schönheit lieber verstecken, ja? Ich muss jetzt mit Schnuffi eine Runde gehen und in der Zwischenzeit ernenne ich dich zum verantwortlichen Tomatenträger. Mich? Ich weiß doch überhaupt... Ja, bringen Sie bitte zu den Flats und mit äußerster Vorsicht. Diese Tomatenpflanze ist äußerst empfindlich. Es ist noch ganz schön viel zu tun, Mike. Brauchst du denn wirklich keine Hilfe? Unsinn. Ich habe das alles bestens im Griff. Keine Sorge, das wird die beste Blumen- und Gemüseschau, die es jemals gab. Ja, das wird sie ganz sicher. Wollt ihr auch mit etwas am Wettbewerb teilnehmen? Ja, na klar. Helen reicht ihre tollen Rosen ein und ich lasse einen Kürbis auf dem Komposthaufen wachsen. Wow! Also das nenne ich mal einen ordentlichen Komposthaufen. Wieso dampft er denn so, Sam? Die ganzen Gartenabfälle verrotten und geben dabei viel Wärme ab. Darum muss man den Haufen regelmäßig ordentlich umgraben, weil sonst ein Feuer entstehen kann. Hast du das gehört, Dad? Ja, mach ich ja, wenn ich mit dem Kürbis gewonnen habe. Ich muss wieder zurück auf die Feuerwache. Wir sehen uns nachher zur Preisverleihung. Bis dann, Sam. Na komm mal mit, du Gewinner-Tomate. Möchtest du dich etwas ausruhen, bevor wir zu den Flats gehen? Oh, ist das zu sonnig da? Du brauchst vielleicht doch eher... Ich bin wieder da. Ich komme rauf und setze das Teewasser auf. Oh, nein, nein, noch nicht, Sam. Er darf die Gewinner-Tomate doch nicht sehen. Die Schränke sind zu klein. Stimmt irgendwas nicht, Elvis? Nein, 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 alles ganz toll. Ah, ich bin am Verhungern. Haben wir was zu knabbern da? Weißt du was? Ich habe unglaublich leckere Kekse unten im Büro liegen sehen. Die werde ich dir holen. Bin gleich wieder da. Oh, arme Gewinner-Tomate. Was soll ich denn jetzt nur mit dir tun? Oh, ich habe eine Idee. Hallo, was willst du denn wohl hier? Du bist hier angespült worden, nicht wahr? Und deine Mutter ruft dich. Keine Angst, ich rette dich schon. Der Strandsucherwettbewerb ist jetzt sowieso nicht mehr wichtig. Ich brauche dringend Hilfe, Norman. Ich habe gerade einen Wal gefunden. Ja, klar. Und ich gerade eine Meerjungfrau. Sieh's endlich ein, Mandy. Ich bin der König der Strandsucher. Oh, was ist denn los, Mandy? Ich habe am Strand einen Wal gefunden. Was? Soll das etwa heißen, nicht im Wasser? Genau. Die Flut hat ihn wahrscheinlich an Land getrieben. Wir müssen ihn feucht halten und irgendwie zurück ins Wasser bringen. Er ist aber riesig. Dann brauchen wir auch riesig viel Hilfe. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Seid ihr alle bereit? Und lächeln. Oh, das geht vor, Trevor. Ein Wal liegt auf dem Strand? Gestrandet? Mandy hat einen gestrandeten Wal gefunden. Ihr müsst euch beeilen, Sam. Klingt, als würden wir Venus dafür brauchen. Kannst du uns folgen, Penny? Selbstverständlich, Sam. Wir müssen sehr schnell sein, Elvis. So ein Wal gehört unbedingt ins Wasser und auf keinen Fall an den Strand. So ist das, Trevor. Ein Feuerwehrmann hat eben niemals frei. Außer er hat mal frei. Zu dumm. Ich hatte mich sehr gefreut, von euch allen ein Foto zu machen. Ach, es ist wohl kaum möglich, ein paar Fotos von Ihnen zu schießen, oder? Ich glaube, so ein paar Schnappschüsse werden schon gehen. Jetzt gucke ich mir mal an, wie viel Mandy wirklich gefangen hat. Abgesehen von dem Wal. Ein Krebs, ein Seestern und sonst nichts. Ah, ein Hai! Sam ist da! Schnell, Sam! Der Wal braucht Hilfe!
Los, Penny, du fährst mit Venus vor. Und du führst uns hin, Mandy. Oh, hoffentlich hält der Wal noch so lange durch. Bestimmt, Mandy. Das haben wir gleich. Wir haben es hier also eigentlich gar nicht mit einem echten Notfall zu tun, Gwendolyn. Tut mir leid, Sam. Ich weiß auch nicht, wieso Tiger ständig von zu Hause fortlaufen muss. Aber Katzen sind doch dafür bekannt, dass sie einfach mal ein paar Tage verschwinden. Er könnte sonst wo sein. Da draußen. Ganz allein. Also, ich werde meine Augen nach ihm offen halten. Wenn er Hunger hat, kommt er sicher wieder. Ja, da hast du sicher recht, Sam. Bei Hunger fällt mir ein, ich muss noch Essen für die Zwillinge machen. Die müssten jeden Moment von ihrem Schulausflug zurück sein. Bis dann. Ach, das bringt auch nichts. Noch ein paar Versuche und die Batterie ist leer. Ich will nach Hause. Und wenn uns nun keiner hilft, was dann? Was sollen wir dann nur essen? Oh, also daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Jetzt gibt es wohl nur noch eins. Ich gehe los und hole Hilfe, bevor es noch dunkler wird. Aber Trevor, Sie können da nicht alleine rausgehen, wenn Sie sich nun verirren. Oder wenn das wilde Tier Sie schnappt. Ja. Also in meinem Reiseführer steht, man soll ein liegen gebliebenes Fahrzeug nie verlassen. Man soll zusammenbleiben und auf Hilfe warten. Es könnte Stunden dauern, bis uns jemand findet. Und ich habe Bärenhunger. Kein Tiger. Und jetzt fehlen auch noch James und Sarah. Wo stecken die denn nur alle? Oh, nur ein Vogel. Hallo? Hallo? Ist da wer? Reiß dich zusammen, Trevor. Meine Füße stecken fest. Ich stecke im Schlamm fest. Hilfe! Hilfe! Hallo, ihr zwei. Ist Tiger immer noch verschwunden? Es geht nicht mehr nur um Tiger, Charlie. Die Kinder sind noch nicht vom Schulausflug zurückgekehrt, Charlie. Aber der Bus müsste doch längst wieder da sein. Ich rufe besser mal Feuerwehrmann Sam an. Der Schulbus ist nicht vom Schulausflug zurückgekehrt und es sind Kinder an Bord? Los! Trevor Evans und die Kinder von Pontypandy sind nicht vom Schulausflug zurückgekehrt. Jede Sekunde zählt! Jupiter soll so sauber werden, dass sich mein Essen darin spiegelt. Ich meine, dass ich mein Gesicht davon essen kann. Putzt einfach weiter. Whittington, du bist zu spät. Tut mir leid, ich musste mir noch die Haare schneiden lassen. Für meinen heutigen Fernsehauftritt. Dann setz mal den Helm auf deine neue Frisur und mach dich an die Arbeit. Fernsehauftritt, alberner Kram. Können wir jetzt unsere Brote essen, Mr. Evans? Ich hab doch schon solchen Hunger. Noch nicht. Ich will vorm Essen erst ein Foto vom purpurkehligen Wolkenwaldsänger machen, Norman. Vom was? Das ist eine sehr seltene Vogelart. Ich hoffe schon seit Jahren darauf, ihn zu sehen. Aha. Und wie wäre es dann mit einem Stück Kuchen? Ach, später. Und jetzt komm. Sieht nach einem sehr ruhigen Nachmittag aus, Leute. Hoffentlich brennt es nirgendwo. Der Rauch geht mir immer so auf die Stimme. La 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 la. La 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 la. Hör auf mit dem Geheule und mach dich an die Arbeit. Entschuldigung. Och, können wir jetzt endlich mal was essen, Mr. Evans? Nein, Norman. Ich habe meinen purpurkehligen Wolkenwaldsänger noch nicht gesehen. Oh, ich glaube, da drüben ist eins von diesen Wolkenwalddingern. Ein purpurkehliger Wolkenwaldsänger? Wo? Gleich da drüben hinter dem Baum. Unglaublich. Du wartest hier, während ich drüben nachsehe. Also, was esse ich jetzt zuerst? Da war kein Vogel. Du musst dich wohl geirrt haben. Komm jetzt. Oh.
Oh nein! Sir, habe ich da vielleicht einen Pickel auf der Nase? Ich sehe nichts, scheint völlig... Cridlington, du sollst dich auf deine Arbeit konzentrieren und nicht auf deine Nase. Arbeit? Vielleicht bin ich ja gar nicht mehr so lange Feuerwehrmann. Was? Du willst kein Feuerwehrmann mehr sein? Trevor sagte, dass ich vielleicht ein Superstar werde. Gut, aber denk dran, hier auf der Feuerwache bist du zuallererst mal ein Feuerwehrmann. Wenn du heute Abend im Fernsehen auftrittst, grüßt du dann deinen alten Freund Hauptfeuerwehrmann-Stil? Also ich glaube, er flog da lang. Dann sehe ich gleich mal nach. Und ich werde mich mal ums Essen kümmern. Ah! Oh, ein Gewitter. Wir sollten zurückgehen. Und was ist dann mit unserem Essen? Aber das Essen ist doch jetzt nicht so wichtig, Norman. Aber Sie haben den Vogel noch gar nicht fotografiert. Tja, vielleicht beim nächsten Mal. Komm mit. Wir fangen jetzt damit an, die Kisten einzusammeln und zu sichern, Tom. Schau du bitte, ob du noch mehr entdecken kannst. Alles klar, Sam. Schon unterwegs. Eins, zwei, drei. Hopp. Sam, bitte kommen. Da dümpeln noch ein paar Kisten genau südlich von euch rum. Verstanden, Tom. Und wie ist die Situation am Strand? Bestens. Elvis und Charlie haben alles unter Kontrolle. Hier sind wir aber schon mal lang gekommen. Mr. Evans sagte doch, wir sollten seiner Nase folgen. Aber anscheinend weiß seine Nase den Weg überhaupt nicht, was? Aber was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt, James, machen wir natürlich unser Picknick. Ja! Ich wusste, dass euch das gefallen wird. Na denn, wer von euch hat das Essen? Wir dachten, Sie hätten es. Ich? Nein, aber ich doch nicht. Oh, das ist der blödeste Ausflug aller Zeiten. Halt, 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 halt. Wir verlieren doch nicht die gute Laune. Wir haben immer noch Spaß, oder nicht? Aber wir haben überhaupt nichts zu essen. Pah, wer braucht schon was zu essen? Ich zeige euch, was neue Kraft gibt. Oh, er denkt an seine Ukulele, aber vergisst das Essen mitzunehmen. Und die Pendy-Pfadfinder sind wir. Ganz kühn und wild, das ist mein Elixier. So ruft es dreimal laut heraus mit mir. Kommt, Kopf hoch, alle zusammen. Und die Pendy-Pfadfinder sind wir. Juchei! Gut, ich denke, das war's soweit. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Das habt ihr wunderbar gemacht. Es gibt Tee? Und Kekse auch. Na kommt, Pfadfinder, sicher, ich habe die Karte verloren und ihr habt das Essen vergessen. Hey, Sie haben das Essen vergessen. Aber wir haben viel Spaß, nicht wahr? Tja, ihr werdet euch freuen. Ich habe das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Tata! Na, ich sagte doch, dass wir Spaß haben würden. Sam hat das vorhin eingerichtet, um euch zu überraschen. Ich will aber zuerst. Nein, ich will zuerst rutschen. Mr. Evans, wenn jemand zuerst rutscht, dann ich. Ich weiß nicht. Wenn Sam jetzt hier wäre, würde uns das zuallererst vormachen. Würde er? Auf jeden Fall. Ein guter Pfadfinderleiter sollte immer vorausgehen. Sie haben doch keine Angst, oder, Mr. Evans? Sollten Sie die haben, würde ich zuerst da lang rutschen und die Leitung übernehmen. Nein, Norman. Ich tue es. Ich glaube, der hier ist genau richtig, Dillis. Oh, eine sehr gute Wahl. Weiter. Sagtest du vorhin nicht, dass du auch noch Hemden bügeln musst? Ja, das stimmt. Also, ich habe da was ganz Neues reinbekommen. Und zwar ein wirklich fantastisches Bügelspray. Es duftet nach Sommerwiese. Pass mal auf. Ach, was für ein herrlicher Duft. Riechst du das, Sam? Hi, Sarah. Wenn du mal was richtig Cooles sehen willst, dann musst du mit um die Ecke kommen. Na gut. Na dann komm. Warte, erstmal muss ich Butler irgendwo festbinden. Ist ja nur ganz kurz.
Das ist Mike. Klingt, als wäre er in Schwierigkeiten. Verflitschter Funkenflug. Hilfe! Holt mich hier runter! Ganz ruhig, Mike. Ich muss nur die Leiter holen. Warte, ich halte ihn fest, Sam. Gut gemacht, Trevor. Ich kann mich nicht mehr lange halten. Mike, oh, geht's dir auch gut? Ja, alles klar. Mir geht's gut. Dank Sam hier. Da hast du aber Glück gehabt. Hast du die Regenrinne denn nun repariert? Und? Wie findest du das? Ist das alles? Oh nein, das ist längst nicht alles, Sarah. Mike braucht jetzt eine schöne Tasse heißen, süßen Tee. Wenn Sie schon mal dabei sind, nehme ich auch einen, Dillis. Nanu! Oh nein, ich habe die Handbremse nicht angezogen. Bleibt hier! Recht vielen Dank, Sam. Gut, dass du heute frei hast, denn sonst wärst du ja nicht da gewesen. Und jetzt? Tja, schau her. Oh je. Ach, was für eine Riesenaufregung. Aber ich muss jetzt weiter. Ja. Hast du den Schlüssel schon, Elvis? Nein, Sam. Es passt nur der kleine Finger rein. Da komme ich nicht tief genug. Critlington, was soll das denn werden? Mir ist mein Schrankschlüssel in den Abfluss gerutscht, Sir. Ich kriege ihn nicht wieder raus. Wenn mir wieder erwarten mal etwas in den Abfluss rutscht, binde ich einen Haken an ein Band und hole es raus. Das ist eine sehr gute Idee, Sir. Diese Blumen sind ja ganz in Ordnung. Nur sind es keine Ponti-Pendi-Veilchen. Ponti-Pendi-Veilchen? Was ist denn das? Ach, das sind bloß Mams super Lieblingsblumen. Wie gern sie doch zur Teezeit welche davon auf dem Tisch stehen hat. Aber ich bin ja so beschäftigt mit Schuhe putzen. Dann muss ich sie eben für sie besorgen. Wie nett. Aber dafür muss man ganz hoch in die Berge gehen. Oh, das ist ja echt dumm. Darum habe ich dir eine Karte gemalt. Oh, ist ja klasse. Ja, ja. Halt dich schön ran, dann bist du zur Teezeit wieder da. So, es geht los. Wartet! Ich habe ihn! Leider bloß ein furchtbar ekliges Stück Salat. Ich glaube, was wir hier jetzt langsam brauchen, ist ein bisschen Teamwork. Pass auf, Penny. Ich werde leuchten und du sagst Elvis, wohin er den Haken drehen soll. Etwas nach rechts? Nein, 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 zu weit. Links rum. Langsam. Ja, du hast ihn. Jetzt ganz vorsichtig hochziehen. Ja! Gleich gibt es leckeren Kuchen. Vielleicht habe ich mich etwas verlaufen. Welcher Weg wohl der richtige ist? An dem Baumstamm bin ich doch schon vorbeigekommen. Einen Moment mal, das sieht wie eine rote Blume aus. Ach, nur ein blödes Stück Stoff. Hilfe! Hallo! Ich zeige Mom, wie ordentlich Derek ist. Ist doch kinderleicht. Halt mal. Stinkbomben? Eine falsche Fliege? Und wenn ich mich nicht komplett irre? Eine Springschlange. Der Klassiker. Kleiner böser Derek. Hinter seiner langweiligen Strebermaske ist er genauso drauf wie ich. So übel ist er anscheinend doch nicht. Hoffentlich kommt er bald wieder, damit wir damit spielen können. Oh, nicht mit diesem Rollbrett im Laden herumfahren, Norman! Das weißt du doch! Oh, meine Löffelbiskuits! Nein!
Sie sind gerade voll über mein Skateboard gefahren. Jetzt ist es hin. Zum Glück standst du aber nicht mehr drauf. Kriege ich jetzt ein neues, Mom? Keinesfalls. Frühestens zu deinem Geburtstag, denn immerhin ist das alles deine Schuld. Aber er ist doch drüber gefahren. Völlig egal. Wärst du nicht im Laden herumgefahren, wäre all das nicht passiert. Oh, entschuldigen Sie bitte das Ungemach, Trevor. Naja, wissen Sie, Dillis, ich wollte sowieso hierher. Würden Sie mich zu einem Picknick begleiten? Oh, Trevor, das fände ich wundervoll. Oh, und Norman selbstverständlich. Ich will aber zu keinem langweiligen Picknick. Ich will ein neues Skateboard. Ich öffne mal eine Dose Krabbenpaste zur Feier des Tages. Lassen Sie, Dillis, ich mag Krabbenpaste eigentlich gar nicht. Unsere heutige Übung ist geradezu überlebenswichtig für den modernen Brandbekämpfer. Tom Thomas wird uns in die schwierige Kunst des Abseilens einführen. Sehr gern. Die Übung beginnt im obersten Stockwerk des Trainingsturms. Hier zum Boden, hier. Alles unter Toms fachkundiger Anleitung. Gute Idee, Sir. Ich lerne gern was Neues. Warum können wir denn nicht die Leiter nehmen? Kein Skateboard mehr? Ja, das Brett ist durch. Jetzt haben wir nur noch 2 Stück. Ich will ein neues, aber meine Mom kauft mir erst eins zu meinem Geburtstag. Aber das dauert ja noch ewig. Wieso wünschst du dir nicht einfach eins, Norman? Einfach wünschen? Ja, bei dem alten Wunschbrunnen, wo der Talweg verläuft. Immer schon haben Menschen da Geld für Wünsche reingeworfen, hm? Der Brunnen muss voller Geld sein. Bestimmt genug, um ein neues Skateboard zu kaufen. Der Trick ist, ganz entspannt zu bleiben, um in gleichmäßigen Sprüngen an der Wand runterzugleiten. Und dieses Spezialseil gibt euch dabei ausreichend Halt. Ganz schön hoch oben, Elvis, was? Das unten macht mir mehr Sorgen. Na dann, wer will? Ich will, Tom. Gut. Oh, klasse, Penny. Da ist der Schatz. Und er ist völlig unbewacht. Ich sag's ja, Jungs sind die besseren Piraten. Lass uns den Schatz plündern, James. Ist schwerer als eben. Los, wir bringen ihn zum Schiff, James. Das war eine tolle Idee, Mandy. Ja. Die werden einen schönen Schreck kriegen, wenn sie den Korb aufmachen. Kapitän Sarah! Sollten wir wirklich allein rausfahren, Captain Norman? Klar! Die See ist doch ganz ruhig. Und hier draußen kriegen die Mädchen uns niemals. So machen echte Piraten das nun mal. Na ja, aber ich bin schon so müde. Ich auch, ja. Also werde ich jetzt mal ein Piratenschläfchen halten. Jetzt lauf nach Hause. Hopp, hopp. Hallo, Sir. Haben Sie einen neuen Freund? Nein, Sam. Er ist mir zugelaufen. Der kleine Tiger hält sich für eine Feuerwehrkatze, Sam. Na komm, Tiger. Ich bring dich heim. Tiger, nein! Schnüffler, tut dir doch nichts. Oh je. Eine echte Meisterleistung. Ich hole ihn da schon wieder raus. Hier, Kitty, 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 Kitty. Wir bräuchten was zu fressen, um Tiger rauszulocken. Gute Idee, Sam. Ja, irgendwas mit Fisch. Hervorragend. Aber ich war gar nicht einkaufen. Der Kühlschrank ist ganz leer. Nein. Haben Sie vielleicht etwas mit Fisch, Sir? Naja, ich hätte da wohl noch meinen Thunfisch-Sandwich, nehme ich an. Oh, Zeit für das Picknick. Steine! Norman, wach auf! Was? Kein Wunder, dass der Korb so schwer war. Diese doofen Mädchen haben ihn mit Steinen gefüllt. Jetzt vergiss doch mal das Picknick. Wo sind wir? Wir müssen von der Küste weggetrieben sein, als wir schliefen. Hilfe!
Jungs sollen bessere Piraten sein als Mädchen? Pah! Ob sie die Steine schon gefunden haben, Kapitän Sarah? Klar, aber ich kann die beiden nirgendwo im Hafen entdecken, Mandy. Sie müssen weit aufs Meer hinausgefahren sein. Na, ihr Piraten, habt ihr schon Schiffe entdeckt? Nein, Dad, das ist ja das Problem. James und Norman sind irgendwo da draußen auf dem Meer, in ihrem kleinen Boot. Komm schon, nun mach endlich. Irgendwo muss doch jemandem zu helfen sein. Das ist offenbar der ruhigste Tag in der Geschichte von Ponty Pandy. Keine Brände, keine Katze steckt im Baum. Kein Norman Price. Oh ja, das ist es bestimmt. Nicht jeder Tag ist voll von Gefahren und Aufregung, Elvis. Feuerwehrleute müssen mit allem klarkommen. Auch einem Tag, an dem nichts passiert. Du hast recht, Sam. Aber wenn etwas passiert, bin ich zur Stelle und einsatzbereit. Na bitte, wir sind schon fast am Strand. Oh, wie schön! In 300 Metern links abbiegen. Nein, 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 das ist doch blanker Unsinn. Laut meiner Karte kann es da vorne nur nach rechts gehen. Oh, geht das schon wieder los? Aus Feuerwehrmann-Stil. Ich fahre nun schon seit über 20 Jahren Bus und ich habe noch nie... Und ich fuhr schon einen Löschzug, als Sie noch im Tretauto saßen. Aus mit der Quasselkiste und rechts abbiegen. Links. Rechts. Links. Könnten sich die beiden Herren vielleicht mal einigen? Wir biegen links ab. Es ist mein Bus, mein Navigationssystem und ich bin immer noch der Fahrer. Alle gut festhalten! Bitte ausschalten. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das kann nicht stimmen. Festgefahren? Oh nein, da rührt sich nichts. Oh, mir ist ziemlich übel. Tja, ich würde auch gern etwas Nettes zum Besten geben, aber laut meinem Gezeitenkalender hier wird die Flut an diesem Küstenabschnitt unmittelbar jetzt einsetzen. Ach du meine Güte! So viel zu den modernen Spielzeugen. Ich verstehe das nicht. Das Navi sollte garantiert fehlerfrei funktionieren. Was wollen wir jetzt tun? Wir rufen Feuerwehrmann Sam. Hier. Dazu brauchen Sie dieses moderne Spielzeug. Dankeschön, Trevor. Ja, das wurde auch Zeit. Ruhig bleiben, Elvis. Das wird deine Bewährungsprobe. Krabbenzangenbucht? Jede Sekunde zählt. Schnell, Penny. Was ist passiert? Der Bus festgefahren am Strand der Krabbenzangenbucht. Und die Flut wird gleich kommen. Alles klar. Penny und ich fahren mit Jupiter. Sag du Tom Bescheid, dass er uns dort treffen soll. Kein Problem, Sam. Gut reagiert, Elvis. Wirklich gut. Es wird doch noch ein Hauptfeuerwehrmann aus dir. Hauptfeuerwehrmann Cridlington. Das klingt gut. Vielleicht können wir ans Ufer schwimmen. Auf gar keinen Fall. Die Strömung ist viel zu gefährlich. Wir warten hier auf Hilfe. In 100 Metern anhalten und... Mir fällt der Name des Liedes nicht mehr ein, das ich singen wollte. Im Titel kam das Wort Kartoffel vor. Also, ich kenne keine Lieder über Kartoffeln. Oder vielleicht war es auch Kohlrübe. Ich finde meinen Gummistopfen nicht. Der muss doch hier drin sein. Oh, aha. Puh, so. Und jetzt der Türgriff. Wo ist mein Schraubendreher? Hey, was ist das nur für ein Geräusch? Au! Hey, was ist das denn? Oh, was soll ich denn jetzt nur tun? Alles klar, Sir. Wir beginnen dann jetzt mit der Übung, ja? Oh je, oh weh, helft mir! Ich bin eine alte Dame, die hinter einer verklemmten Tür... Gut, also, als allererstes müssen wir die alte Dame etwas beruhigen. Was soll ich denn jetzt nur tun? Tja, und das heißt, wir müssen ihr die Angst nehmen. Doch am allerwichtigsten ist, dass wir selbst ganz ruhig bleiben und immer eins nach dem anderen angehen. Tut mir leid, Sam, ich kann dich nicht hören. Ich auch nicht.
Wie mache ich mich? Wirklich sehr gut, Sir. Vielleicht ein ganz kleines bisschen zu laut. Ich bin eine alte Dame in einer Notfallsituation. Da muss ich doch schließlich laut sein. Und jetzt genug geredet. Rettet mich schon endlich. Ich habe eine Idee. Ich stelle den Hauptwasserhahn ab. Wo ist jetzt der Hauptwasserhahn? Richtig, der ist ja oben. Ich weiß. Ich klebe das Rohr einfach zu. Ja, was ist das denn jetzt? Ich klebe fest. Aha, mit dem Eimer kann ich das Wasser rausschöpfen. Oh nein, hätte ich die Tür nur vorher repariert. Und jetzt sitze ich hier drin fest. Eine Kartoffel, zwei Kartoffeln, drei Kartoffeln, vier, fünf Kartoffeln, sechs Kartoffeln, sieben Kartoffeln hier. Kartoffeln, die sind lecker, fast so sehr wie Esspapier. Ja, doch, wirklich sehr hübsch, Dillis. Das ist seltsam. Eigentlich wollte Mike längst hier sein, um sich auf sein großes Duett mit Elvis vorzubereiten. Dann kann ich ja weiter singen. Vielleicht sollten wir lieber mal nach ihm sehen. Er wollte im Keller ein undichtes Rohr für mich reparieren. Oh, ich glaube, das mit dem undichten Rohr ist schlimmer geworden. Ich bin der Geist von Ponty Pandy. Hallo, Norman. Ach, ihr seid gemein. Mandy hat euch sicher gesagt, dass ich es bin. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe deine Mom erschreckt, aber du bist ja noch niemanden. Ha, aber Halloween ist doch nicht vorbei. Jetzt zünden wir die Kürbislaterne an. Oh, na endlich. Also das ist wirklich gruselig. So etwas Gruseliges kriegst du niemals hin, Norman. Ha. Ich glaube, dein Dad wird draußen gleich das Feuer anzünden. Hurra! Ja! Ich werde den Kürbis in einen Geist verwandeln. Perfekt. Wann kommen die anderen denn endlich? Ich habe schon solchen Hunger. Ach, die kommen schon noch, Mandy. Ich weiß, Norman kann uns doch so lange seine Geistergeschichte erzählen. Na gut. Aber das ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist ganz in echt passiert. Na klar, Norman. Jetzt erzähl schon die Geschichte. Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Halloween. Der Geist von Ponty Pandy wanderte mit seinen klappernden Ketten durch die leeren Gassen und heulte. Oh. Das klingt aber mehr nach einem Seehund. Der ganz in Weiß gekleidete Geist wanderte den Berg hinauf zu dem Haus, in dem er einst wohnte. Dieses Haus. Er ging einfach so durch die Wand und direkt ins Wohnzimmer. Und dann ging er rüber zum Fenster und dort nahm er dann seinen Kopf ab. Norman, du bist ein Spaßvogel. Und dort steht der Geist jetzt auch. Und er starrt euch alle an. Na los, wenn ihr euch traut, dann dreht euch doch mal um. Na gut. Nein! Oh nein, der Kürbis brennt da. Ruf Feuerwehrmann Sam. Oh, ein Feuer im Haus von Mike Flood, oh je! Ein Feuer im Haus der Floods, beeilt euch! Geht es um Mikes Halloween-Feuer, Sir? Ich fürchte, das Feuer ist außer Kontrolle geraten. Wir wollten nach Dienstschluss auch auf die Halloween-Party gehen. Also, dann könnte ich doch auch gleich mitkommen, nicht wahr? Mehr nach links, mehr nach rechts. Soll ich hochkommen und helfen, Sam?
Danke, das letzte Stückchen schaffe ich auch noch, Sir. Nur keine Sorge, Mike, ich hole Sie da runter. So schnell können Sie gar nicht gucken. Was mich an den Vorfall erinnert, als wir mal eine Kirche evakuiert haben, nur wegen einer Blindschleiche. Ich fuhr hier zufällig vorbei und fand ihn genauso vor. Oh, kannst du dich da nicht irgendwie herauswinden, mein Schatz? Habe ich versucht, Mom. Es liegt an seinen Ohren. Oh, Norman, du bist noch viel schwerer zu hüten als ein Sack Flöhe. Ich denke, wir sollten lieber Feuerwehrmann Sam rufen. Ja, ich habe natürlich mein extra dickes Unterhemd angezogen. Ich muss Schluss machen, Mom. Norman hat seinen Kopf in einem Gitter festgeklemmt. Ich bin gleich bei dir. Vorsicht, Eile mit Weile. In der Ruhe liegt die Kraft. Wie bitte? Ein weiterer Rettungseinsatz? Jemand hat sich den Kopf eingeklemmt? Keine Sorge, damit werde ich allein fertig. Oh, es sei denn, ihr braucht mich hier. Oh nein, machen Sie nur, wir bringen das hier zu Ende, Sir. Sam hat es geschafft. Dad ist gerettet. Oh, vielen Dank, Sam. Ja, danke, Sam. Aber wo wir doch gerade hier sind, kann ich nicht schnell die Antenne wieder anbringen? Lassen Sie mich durch, geben Sie den Einsatzkräften Raum. Norman Price. Wer wohl auch sonst? Ach, hallo, Hauptfeuerwehrmann Steele. Bitte helfen Sie meinem Jungen. Meinen Sie, Sie können ihn frei bekommen? Treten Sie beiseite und lassen Sie mir bitte etwas Platz, ja? Da muss ich an einen Jungen denken, dessen Kopf steckte fest in einem Gartentor. Nur war sein Kopf mir so eingeklemmt. Ja. Oh, nein. Nein, 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 nein. Hilfe, ja, ich hänge fest. Los, ziehen Sie. Ja, oh, nicht daran, Mister. Das liegt an seinen Ohren. Die stehen noch mehr ab als meine. Oh, das ist alles so lächerlich. Richtige Hilfe muss kommen. Es ist ein Unglückstag, mit mehr Pech als genug. Geld verloren, der Zahnarzt hat bohren und mein Bein ging zu Bruch. Also niemals in geschlossenen Räumen Feuer machen. Und wo ist Grillen sonst noch verboten, Penny? Zu nahe an einer Hecke oder einem Gebäude, Sir. Man könnte sie in Brand setzen. Hervorragend. Man will sie ja nicht abfackeln, diese saftigen, butterzarten Grillwürstchen. Verzeihung, Sir, aber wenn Sie doch immerzu von Würstchen reden... Tja, ja. Wo darf man sonst noch nicht grillen, Sam? Auf keinen Fall unter einem Baum. Der könnte leicht Feuer fangen. Ja, hervorragend. Ist das nicht eine Freude? Es geht ja wohl nichts über ein richtiges Feuer. Mann! Oh, Entschuldigung. Kommt doch hier rüber, Dillis. Solche Probleme gibt es bei meinem Supergrill nicht. Seht mal her. Ist das toll? Absolut rauchfrei und gleich grillbereit. Also, das ist ja viel besser. Nun wartet. Der Qualm ist doch sofort weg. Oh, Riesengarnelen schmecken ganz sicher super. Wann kann ich endlich eine davon probieren? Keine Sorge, Sportsfreund. Es geht gleich los. Was machen die Würstchen? Fast fertig. Seht ihr? Und sie riechen einfach unschlagbar. Zubereitet auf einem richtigen Grill. Oh, Trevor. Vielleicht werden Sie doch der Grillmeister von Ponty Pandy. Na, wer möchte die Riesengarnelen probieren? Frisch schmecken sie am allerbesten. Oh, das ging aber schnell, Tom. Oh, ja. Sehr schmackhaft. Es ist Würstchenzeit. Wow. Dies ist eine ganz normale Gasflasche. Einige Geräte verwenden Gas anstatt Kohle, um darauf diese saftigen, leckeren Würstchen zu grillen. Sollte man die Flasche nicht von offenem Feuer fernhalten? Ganz richtig, Sam. Denn werden sie zu heiß, können sie explodieren. Dürfen wir jetzt endlich rüber zu dem Grillfest gehen, Sir? Also, wer ist der große Grillmeister von Ponty Pandy? Das ist so schrecklich schwer zu entscheiden. Ich habe noch Hunger. Am besten, ich esse noch mehr. Dann kann ich genau sagen, wer hier der Grillmeister ist. Da würden wir auch gern mitmachen. Wir sind am Verhungern. Kein Problem, Gwendolyn. Ich grille euch viel schneller ein paar Riesengarnelen als Trevor seine Grillwürstchen. Tja, das werden wir ja sehen.
Ich drehe mal das Gas weiter auf und schon grille ich noch schneller. Tom, ist das nicht super? Als wenn das nur mit Gas ginge. Ich muss hier einfach mehr Kohle auftun und schon grille ich gleich doppelt so schnell. Da lache ich doch nur. Ich drehe das Gas einfach weiter auf bis zum Anschlag. Dann lege ich den ganzen Sack Kohle auf und lasse es schön glühen. Denn dagegen kommt dein Gas nicht an. Ich werde dir zeigen, wer hier der Grillmeister von Ponty Pandy ist. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Hä? Oh, oh nein! Tut mir ja leid, Norman, aber ich kann nicht mit dir aufs Meer fahren. Bitte. Nein, ich muss heute das Ersatzruder lackieren, verstehst du? Im Notfall hält doppelt eben besser. Denn wenn das Ruder auf meinem Boot kaputt geht, muss ich trotzdem irgendwie steuern können. Aber ich kann das Ruder doch schon ganz toll bedienen. Oh, wenn ich es dir nur zeigen könnte, Charlie. Flieg weiter! Hier ist einfach nicht genug Wind für einen Drachen. Ich versuch's mal auf dem Feld beim Haus der Flats. Ich war richtig gut, Mom. Das hat Penny auch gesagt. Ach, mein kleiner Norman, der geborene Seemann. Oh, na sowas, das stürmt ja richtig. Bei viel Wind kann man prima segeln. Hey, ich könnte ja dich mit ins Boot nehmen. Du bist eine Erwachsene. Und Penny sagt, mit einem Erwachsenen darf ich. Och, bitte, Mom, bitte. Hoppla, oh, Vorsicht, Norman. Ich weiß, was ich tue, Mom. Ja, du spritzt mich nass. Oh, Norman. Keine Panik, Mom. Ich hisse jetzt das Segel. Oh, Vorsicht, wir kippen gleich um. Keine Angst, Mom. So, das Segel ist gehisst. Ich bin richtig gut, was? Oh, wir kippen um. Hilfe, wir kippen um, Norman. Schon gut, Mom. Das gleiche ich mit Rudern wieder aus. Oh! Oh, jetzt sieh nur, was du angestellt hast. Oh, Norman, bring mich wieder an Land. Mir wird ganz schlecht in diesem Boot. Ich begreif das einfach nicht. Warum will er nicht fliegen? Tja, Wind ist genug da. Sollen wir ihm vielleicht helfen? Hauptfeuerwehrmann-Stil? Ja, nein, ich brauche keine Hilfe, Kinder. Ich teste nur, was dieser Drachen hier so alles kann. Das kann ich Ihnen zeigen. Ja, meiner Treu. Oh, wir sind so weit draußen und es ist zu windig. Oh. Bring mich an Land, Norman. Der Sturm wird uns noch umblasen. So windig ist es doch gar nicht, Mom. Beruhige dich. Oh, aber jetzt fahren wir ja im Kreis herum, Norman. Das liegt daran, dass ich nur ein Ruder habe. Oh, ich glaube, mir wird gleich schlecht. Vielleicht soll... Kein Brand, ja voll.